What's poppin', Party People? Ich freue mich sehr. Und mein Bein auch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Respekt vor diesem Video. Ich freue mich, ja. Aber ich habe auch Respekt, weil ich hasse es, mich umzuziehen. Wer geht gerne in Umkleiden? Niemand, oder? Geht irgendwer gerne in Umkleiden? Und ich habe das Gefühl, ich werde heute die nächsten 7 Stunden in einer Umkleide sein. Wir werden heute meinen Kleiderschrank ausmisten und alles anziehen, was da drin ist, um zu entscheiden, ob es bleibt oder nicht. Warum machen wir das? Wir machen das A, weil wir das schon mal gemacht haben. Und was man einmal macht, macht man für immer. Nein, nicht bei Jaco Wusch. Was sie einmal gemacht hat, macht sie nie wieder, leider. Ich habe schon mal ein Kleiderschrank-Ausmist-Video gemacht. Das kann ich euch hier oben auch mal verlinken. Das ist wirklich sehr gut angekommen. Das hat mir sehr doll Spaß gemacht, besonders im Schnitt. Leider schneide ich das nicht. Sad. Aber auch froh, weil Pain. Manchmal liegen diese Dinge sehr nah, Liebe und Hass sehr nah aneinander. Auf jeden Fall habe ich sehr doll Bock darauf. Es hat letztes Mal sehr doll Spaß gemacht, mir und vor allen Dingen aber auch euch. Ich kriege bis heute noch Nachrichten, ob ich das nochmal machen kann, dass ihr das immer wieder schaut und aus welchen Gründen. Ja, weil es auf der einen Seite natürlich einfach Bock macht, sich die Klamotten von anderen Leuten anzugucken. Ich gucke am allerliebsten Videos, wo Leute ihren Kleiderschrankinhalt zeigen und Roomtours. Ich werde jetzt alles aus diesem Kleiderschrank rausräumen, dabei einen sehr hohen Puls haben, weil ich nicht weiß, ob ich das alles heute schaffe und dann aber die ganze Wohnung verwüstet habe. Aber hey, Chaos ist mein Leben. Und dann werde ich alles anprobieren, entscheiden, macht mir das noch Freude, trage ich das noch gerne oder kann das weg? Und jetzt labere ich nicht weiter groß drum rum und jetzt räumen wir dieses Schätzchen leer. Okay, Leute, ich schnack nicht lang drum rum. Ich habe mir überlegt, ich fange mit den Hosen an. Das, was ihr jetzt gerade seht, ist eigentlich das, wo ich wirklich, wenn es temperaturmäßig irgendwie in Ordnung ist, den ganzen Tag mit rumlaufe zu Hause. Okay, fangen wir an. Hose 1 von 2564. Die bleibt auf jeden Fall. Ich liebe die ganz, ganz doll. Und ich wollte einmal was zu sagen, weil es ist wirklich die meistgefragteste Hose auf Instagram. Immer wenn ich die trage, wird gefragt, was das für eine Hose ist. Und die ist unten weit. Das ist keine, ich würde es nicht als Schlaghose einordnen, aber sie wird schon nach unten hin ein bisschen weiter. Und das ist eine Levi's. In meiner Welt heißt es Levi's, aber okay. Die Levi's High Loose. Wenn ihr Levi's High Loose Black eingibt, vielleicht gibt es die dann noch. Die gibt es auch noch in anderen Farben. Die auch noch in einer anderen Farbe zeige ich euch gleich. Ich finde die in Schwarz am allerschönsten. Ich finde, dass sie irgendwie eine nice Figur macht. Ja, genau. Und deswegen, die bleibt auf jeden Fall. So, das ist genau dieselbe Hose in dunkelblau. Und bei der bin ich wirklich, also ich bin wirklich hin und her gerissen, jedes Mal, wenn ich die in der Hand habe, ob ich die behalte oder nicht. Weil ich sage ja immer so gern, if it's not a hell yes, it's a no. Aber gleichzeitig fällt es mir schwer, mich von der zu trennen, weil ich weiß, dass sie eigentlich mega gut sitzt. Ich bin eine Person, die immer schwarze Hosen trägt, wirklich immer. Und sobald ich Hosen trage, die nicht schwarz sind, fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich dann, ich weiß auch nicht, irgendwie komisch. Ich finde, dass die so, was ist denn hier hinten in der Tasche drin? Das ist ja eklig. Ich werde sie erstmal noch behalten, aber ich glaube, das ist so ein Kleidungsstück, dem ich eine Frist auferlege und sage, wenn ich die im nächsten halben Jahr nicht mehr trage, dann kommt die weg, weil dann ist das halt einfach so. Aber gleichzeitig möchte ich ein bisschen mehr an meinem Mindset arbeiten und sagen, trag auch Sachen, die nicht schwarz sind, unten rum. Und da möchte ich mich auch ein bisschen mehr zu pushen. Das ist genau dasselbe wie mit den kurzen Hosen. Okay. Bauch anspannen, aktiviert. Same. Wieder keine schwarze Hose. Gleich kommen die ganzen schwarzen Hosen. Eine Hose, die ich noch nie, doch einmal in meinem Leben anhatte. Und ich besitze die auch schon seit 1,5 Jahren. Das wäre eigentlich auch ein Grund, sie auszusortieren. Das Ding ist, ich finde sie mega geil. Das ist eine Schlaghose und die hat unten einen Schlitz. Ich kann mich kaum in der bewegen. Ich schwöre. Wieso bin ich eigentlich so veratmet? Ich habe doch aufgehört zu rauchen. Die hat unten so einen Schlitz. Seht ihr das? Kennt ihr so Hosen, die nicht so richtig gut sitzen? Hier ist sie so geschnitten, dass ich sie nicht ganz hoch kriege. Wisst ihr, ich kriege den Schritt nicht in den Schritt. Und dadurch hat man so immer so ein bisschen das Gefühl, als hätte man eingeschissen. Vielleicht ist das so eine Hose, die man ein paar Tage tragen muss, dafür, dass sie richtig ausgeleiert ist. Und dann fängt sie an zu stinken und dann muss man ganz viel Fibres drauf sprühen, weil man weiß, wenn man sie wäscht, dann kriegt man sie wieder nicht zu. Ich finde einfach das so geil hier unten. Ich habe ja auch so viele
Plateauschuhe und sowas. Und das sieht so cool aus wie früher, wisst ihr? Wenn man früher so einen Reißverschluss von einem Sixty hochgemacht hat und dann hat der fette Schuh da drunter hergeguckt. Ich liebe den Look. Und den kann man halt mit dieser Hose so ein bisschen kreieren. Aber ja, ich müsste anfangen, sie zu tragen. Ich dachte, wo wir bei den Jeans sind, bleiben wir direkt dabei. Die bleibt auf jeden Fall. Das mache ich kurz und knackig. Das ist quasi eine Baggy. Nicht ganz so krass, aber... Wartet. Wisst ihr, die ist so ein bisschen weiter. Die habe ich wirklich sehr viel getragen diesen Winter. Bei dieser Hose bin ich mir ein bisschen unsicher, weil sie sitzt eigentlich nicht optimal. Sie ist eigentlich ein Tucken zu groß, aber es ist trotzdem eine weite Hose, so eine Oversized-Hose, die ich wirklich sehr, sehr gerne diesen Winter getragen habe. Es war ein bisschen komisch, hier aufs Sofa zu steigen, aber dass ihr nochmal seht, die ist so sehr locker. Die sieht auch zu meinen plateauigen Schuhen sehr cool aus, weil sie unten ein bisschen länger ist insgesamt. Aber es ist halt so, immer wenn ich die länger trage, quasi das Gegenteil wie von den zu engen Hosen, dass ich irgendwann anfange, die oben halt so umzuschlagen. Wieder eine weite Hose. Also ich merke gerade, mir wird gerade bewusst, die Hosen können hell und farbig sein, solange sie weit sind. Ich habe es nur nicht mit engen Jeans in anderen Farben als schwarz. Die hat hier an der Seite so Taschen. Und ist so weit geschnitten und ja, ich habe sie nicht so oft an, wie ich dachte, weil man sie eigentlich sehr gut kombinieren kann, auch mit einem Top. Ja, vielleicht im Sommer, so mit so einem Top und Boots oder Turnschuhen. Wir werden sehen, auf jeden Fall bleibt sie auch erstmal. Okay, das ist die erste Hose, die definitiv rausfliegt. Die bereitet mir einfach wirklich keine Freude. Ich sehe die jedes Mal im Schrank und denke so, nee, du nicht. Und deswegen kommt die weg. Diese Hose trage ich viel zu selten. Das ist so eine Nadelstreifen-Anzughose und die ist auch wirklich lang. Eigentlich ist sie eine Nummer zu groß, aber ich wollte die so bollerig haben. Ich bin nämlich sehr großer Berliner Bellwood, heißt sie so, Fan. Ich verlinke es euch in der Infobox. Das ist auf jeden Fall eine Instagramerin und auch YouTuberin. Ja, sie hat auch einen YouTube-Kanal, kann ich unten verlinken. Ganz sympathisches Girl, sehr coolen Geschmack. Also ich finde ihre Ästhetik sehr, sehr cool. Ich habe irgendwann mal ihre ganzen Looks auf Instagram durchgeguckt und die hatte super viel von diesen oversized Anzug-Boyfriend-Vater-Anzughosen an und so ganz lässig kombiniert. Und deswegen habe ich mir die damals geholt und dachte, ich will das auch haben. So würde ich das irgendwie tragen und dann vielleicht noch so ein Hemd drüber und Long Story short, sie bleibt. Ich möchte eine Träne vergießen für diese Hose. Ich möchte, dass ein trauriges Klavier jetzt hier spielt. Ich liebe diese Hose wirklich sehr doll, aber sie ist Müll. Es ist eine Parachute Pants, also hier unten auch mit einem Gummizug, wo man die enger machen kann. Ich liebe diese Hose abgrundtief. Ich liebe den Schnitt so sehr. Die ist so komfortabel. Hier unten ist auch schon das Bändchen gerissen und deswegen kommt sie auf den Stapel. Muss weg, aber brauche ich neu. Das ist die erste wirkliche Sommerhose. Die Kombination mit dem Oberteil ist quite wild. Also ich habe jetzt keine Lust, zu jeder Hose das passende Oberteil rauszusuchen. Ich habe es mir fast ein bisschen leid gesehen, weil ich sie so viel getragen habe. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, so für den Arbeitsalltag. Ich sitze auf meinem Bürostuhl immer so im Schneidersitz im Sommer und deswegen ist das ganz cool. Ja, und deswegen bleibt die noch ein bisschen. So, falls ihr jetzt gedacht habt, Jaco, hast du überhaupt vor, irgendwas auszusortieren? Ja, diese Hose. Die Farbe turnt mich ab und ich habe die jetzt schon bestimmt 3 Jahre den Sommer über getragen und zwar richtig doll viel. Ich glaube, die kommt weg. Das ist ein sehr animalischer Look insgesamt. Das ist eine Hose, das ist wirklich eine Frechheit, wie die sitzt. Die ist komplett eingelaufen unten, die ist knittrig. Das ist eigentlich sowas, da wird meine Mutter sagen, das ist schon ein Putzlappen. Ich liebe den Stoff auf meiner Haut. Also wirklich, das ist so weich wie Samt und Seide. Eine Mischung aus Samt und Seide würde sich so anfühlen. Auf eine leopardige Art und Weise. Ich ziehe die einfach super gern zum Arbeiten im Sommer an. Das, Sport-BH und I'm all in. Deswegen bleibt die. Das ist eine Nike Jogginghose und es ist eigentlich ein Nike Jogginganzug. Den habe ich wirklich zu Tode getragen. Hier ist ein Loch, an meinem Arsch ist ein Loch, hier vorne gehen die Nähte auf. Ist kein Jogginganzug, den ich draußen noch anziehe. Ich bin eine Person, die sehr gerne draußen Jogginganzüge anzieht, wenn sie halt so fresh und clean aussehen, you know? Als wäre ich eine Rapperin, nur dass ich noch nie was gerappt habe. Naja, auf jeden Fall bleibt der, aber der kommt in die Gammelschublade. Ja, Adidas Schnellfickerhose. Kennen wir alle. Bleibt. Dann habe ich noch 3 Leggings/Sport Leggings. Und zwar diese. Diese.
Schwitzer. Und diese. Ich habe gemerkt, drei brauche ich auch. Eine ziehe ich meistens zum Gammeln zu Hause an und zwei im Wechseln zum Sport. Eine, die gerade benutzt wird zwei, dreimal und eine, die gewaschen wird. Bleibt. Okay, wir sind bei den Sommersachen angefangen. Ich habe jetzt mal ein anderes Top angezogen, weil das irgendwie, glaube ich, ein bisschen weird aussieht zu den Röcken und Kleidern und so. Das ist Sommerrock Nummer 1. Den habe ich noch nicht getragen. Den habe ich im Secondhand gefunden, letzten Herbst und seitdem noch nicht angehabt. Das ist, finde ich, so ein Rock, der sehr, sehr cool käme zu Boots zum Beispiel. Obwohl ich halt das Problem habe, und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich kann im Sommer keine Boots tragen. Also ich finde es so krass. Letztes Jahr waren wir in Indonesien auf Bali. Da laufen so viele Girls rum in kurzen Hotpants und Top, weil es da ja unfassbar heiß ist und tropisch und so eine krasse Luftfeuchtigkeit, dass du sterben willst und einfach nur nackt im Wasser sein willst den ganzen Tag. Und die haben ihre fetten Plateau-Boots da an, Lederboots, und ich finde es so heftig. Also Schuhe, die man eigentlich im tiefsten Winter trägt. Ich kann das gar nicht, überhaupt nicht. Deswegen mega schade. Ich werde das im Sommer nicht kombinieren können, weil ich zu den Leuten gehöre, die ihre Temperatur extrem stark über ihre Füße regulieren. Auch so finde ich den Rock wirklich sehr schön. Der hat hier so zwei Schlitze. Ist für mich schon eine kleine Herausforderung, weil ich so eine Beinversteckerin bin. Aber ich werde ja jetzt mutiger und mache dann so. Auf jeden Fall behalte ich den erstmal. Ich möchte nämlich mehr Röcke tragen, üben. So Sachen, die Menschen üben. Diesen Rock habe ich auf Bali in einem Secondhand-Laden gekauft. Ist das ein Rock? Der hat hier vorne einen Schlitz. Und ich habe hier sogar schon noch extra Knöpfe drangenäht. Weil das war so hoch, dass man meine Murmel sehen konnte. Also for real. Auf jeden Fall finde ich den sehr schön und behalte den. Okay, for real. Diesen Rock wollte ich schon 300 Mal aussortieren. Weil ich finde, dass der eigentlich gar nicht so geil sitzt. Also der ist so hier ganz eng und dann, ich weiß nicht, das ist irgendwie ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es gibt ein Video von mir, da mache ich Eis hier auf YouTube. Und ich finde das so schön, diesen Rock da an mir, dass ich immer, wenn ich ihn aussortieren will, mir dieses Video angucke und denke, nein, der sah da ganz vorzüglich aus. Der Schnitt ist einfach nicht optimal. Bin mir auch immer unsicher, ist gelb eine Farbe, die mir steht? Ich bin so ein sehr rosiger Hautton. Habe ich immer das Gefühl, der macht mich irgendwie rot? Wie ein Krebs? Sagt mir mal, was ihr denkt. Ja, also das kommt weg. Es ist ein langes, schwarzes Kleid. Das ist bodenlang. Also ich mag irgendwie nicht, wie das sitzt oben rum und auch unten rum. Wisst ihr, so ein kleines Stück ziehe ich immer wieder aus. Ich ziehe das an und denke so, ich will ein langes, schwarzes Kleid tragen und dann ziehe ich das wieder aus irgendwie. Ja, ich glaube, das kommt weg. Ich glaube, ich bin nicht in Ausmistlaune. Wenn ich mich so umgucke, sehe ich nur zwei Hosen von einer Milliarde. So, das Kleid habe ich auch in diesem besagten Laden auf Bali gekauft. Und das ist so ein Kleid, mit dem man variieren kann. Es ist so ein Kleid, was man sich im Sommerurlaub kauft. You know, ihr wisst ja. Damit fühle ich mich ein bisschen, als würde ich gleich eine Kuh melken gehen. Das ist für Body Type Romantics oder Natural. Ich fühle mich ein bisschen wie so Elfriede, die gleich Elfriede melken geht. Das ist aber überhaupt gar kein Problem, weil was ich einfach dann immer gemacht habe, ist, ich habe das weggemacht. Also das kann man jetzt auch schön, sodass man die Ärmel nicht darunter so dicke Knubbel hat. Und dann war das einfach so ein schulterfreies Kleid. Mit so ein bisschen Spitze unten. Ist das Spitze? Keine Ahnung. Halt so Klimbim dran. Das finde ich sehr schön. Deswegen bleibt das. Das wird ein, ich möchte ein, das ist eine Beerdigung. Oh, das fällt mir ganz schwer. Das fällt mir ganz schwer. Okay, dieser Rock hat einen sehr hohen emotionalen Wert für mich. Und ich weiß gar nicht genau, wieso. Es ist, ich habe den aus dem Secondhand-Laden meiner Mama vor, oh, lass mich lügen, 8 bis 10 Jahren. Dieser Rock ist halt komplett durch. Der ist auf der einen Seite viel zu lang. Also ich trete da die ganze Zeit unten drauf und stolper über meinen eigenen Rock, ziehe mir oben runter, dann liegt mein Arsch frei, weil der schon so ausgeleiert ist. Er ist einfach durch. Und deswegen kommt er weg. So, das ist ebenfalls bestimmt 10 Jahre alt. Ja,
ein weiteres Stück, was ich in diesem besagten Secondhand-Laden auf Bali gekauft habe. Kennt ihr das? Ihr seid in so in Secondhand-Läden, finde ich das sowieso noch mal krasser. Man ist einfach bereit, ausgefallener einzukaufen als sonst insgesamt. Und dort habe ich diese Gardine gekauft. Die Vorstellung war irgendwie, dass ich dazu einen Top trage und eine Jeans-Shorts, obwohl ich gar keine Jeans-Shorts trage. Aber ich glaube, ich versuche es mal gerade mit einer Jeans zu rekonstruieren. Oh, okay, und ein Top. Okay, das ist jetzt doch irgendwie gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich glaube, vielleicht muss das Top schwarz sein? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht so richtig ein optimales Outfit dafür. Ich habe es noch nie angehabt seit letztem Jahr. Ich glaube auch, dass man schwitzt wie ein Schwein da drin im Sommer. Was soll das überhaupt? Auch so Strickjacken mit großen Löchern drin. Ich denke mir immer so, wofür ist das? Es ist zu kalt, wenn es kalt ist. Es ist zu warm, wenn es warm ist. Was soll ich damit? Es ist zum Sehen und Gesehen werden, so kann man sagen. Ich würde das jetzt noch nicht aufgeben, muss ich sagen. Es bleibt erstmal. Okay, also, dieses Kleidungsstück habe ich letztes Jahr gekauft, als ich mit Kevin und Freunden gemeinsam so eine Shopping-Tour in Indonesien gemacht habe. Und alle waren so, wow, das ist so krass, das ist dein Kleidungsstück, du musst es kaufen, die Farbe, alles, das steht dir so gut zu deinem Body-Type, bla bla bla. Und ich habe in den Spiegel geguckt und habe gedacht, irgendwie fühle ich mich sehr erwachsen da drin, aber nicht auf eine gute Art und Weise erwachsen, sondern eher auf so ein, ich ziehe mich gerade an wie meine Tante erwachsen. Also meine Tante sieht top aus, aber haben einen unterschiedlichen Style. Ich weiß nicht wieso, ich fühle mich nicht ganz wie ich selber da drin. Ich fühle mich wie eine, ich finde es schön und an anderen Leuten würde ich es mögen, aber irgendwie bin es nicht ich. Und deswegen werde ich mich davon verabschieden. Das bin ich in einem Riesenbandana. Oh, ich bin ganz unsicher gerade. Oh, das ist aber sehr eng geworden. Meine Arme waren dünner, als ich es kaufte. Ja, und ich fand das sehr cool. Ich habe das auf so einem Hippie-Markt gesehen, an so einer Frau. Die hatte hier noch so, wisst ihr, das war so ein bisschen hochgemacht, das Kleid. Und hier hatte sie so einen Geldbeutel, wo sie ihre Scheine gesammelt hat. Und dann hatte sie so Hippie-Haare mit so Perlen drin. Und oh Gott, die sah so cool aus. Und ich war so, das Kleid brauche ich. Und zufälligerweise hat sie genau das Kleid, was sie angehabt hat, auch verkauft. Und das war dieses. Ich finde das richtig cool, aber es ist zu klein und ich habe es echt tot getragen. Ich finde es cool, weil es special ist und ich es noch ein bisschen sehen kann mit den alten Augen, wisst ihr? Aber die neuen Augen sagen so, nee. Nee. No. Das ist, ich sag's genau, es ist so ein Kleid, das würde ich jetzt behalten, weil es special ist, aber niemals anziehen. Und deswegen kommt's weg. Falls ihr euch fragt, warum ich hier Dreck habe, das ist ein Aufklebetattoo. Ich teste gerade Stellen für potenzielle Tattoos mit Aufklebetattoos. Und es wäre auch sogar sehr cool, hier tätowiert zu werden, wenn ich das anhabe. Das ist ein Kleidungsstück, was ich wirklich sehr, sehr liebe. Das habe ich am selben Tag gekauft wie das Grüne, wo ich gesagt habe, das bin nicht ich. Und dann habe ich das hier eine halbe Stunde später gekauft und dachte, und das ist für mein Herz. Und da haben alle gesagt, nee. Und ich so, doch. Das ist ein Jumpsuit. Und zwar sind das wie so zwei Schals, die hier rauskommen. Und die kann man dann unterschiedlich hier kombinieren. Also ich habe das jetzt zum Beispiel einfach hier so zusammengerollt und dann hier zusammengebunden. Man kann das hier auch noch zum Beispiel dann so an die Seite rollen, dass die Träger ein bisschen anders aussehen. Man kann es in die Mitte rollen. Man kann das auch hier zusammen machen. Also dass es so aussieht, als würde das hier in der Mitte so zusammenbleiben und über Kreuz machen und so. Und hinten gibt es, also es gibt wirklich auch 1000 verschiedene Anleitungen und die Leute in den Geschäften, die können die craziesten Sachen damit flechten und so. Ich hatte sogar selbst mal überlegt, so ein Produkt selber rauszubringen, weil ich das hier so noch nicht gefunden habe und das für mich einfach ein Kleidungsstück ist, was zu 100% so Freiheit und Leichtigkeit ausstrahlt und das ist so richtig. Der geht bis zum Boden, so. Wie ihr sehen könnt. Ich liebe den einfach und es war für einen Urlaub in so richtig tropischen Ländern ist das perfekt. Es ist, als ob man nackt wäre irgendwie. Man hat richtig viel Freiheit und ja, ihr seht, ich liebe das. Dementsprechend bleibt das natürlich. So, oh mein Gott, wie das mitspringt. Seht ihr das? Geil. Auch ein Kleid. Oh, das wäre was, wo ich glaube ich tendenziell vielleicht ein BH drunter anziehen würde? Fürs Gefühl. Ich trage BHs nur immer fürs Gefühl. Es gibt Outfits, da trage ich, kann ich keine drunter tragen. Es hat nichts mit, wie sieht's aus zu tun, sondern so vom Gefühl her. Brauche ich Festigkeit in diesem Kleidungsstück oder brauche ich Freiheit? Und hier könnte es sein, dass ich Festigkeit will. Ah, ich
weiß auch nicht so recht, muss ich sagen. Das ist das perfekte Kleid für eine Schwangerschaft, finde ich. Ich mag das, so mit Sneakers. Ist keine 10 von 10. Jetzt so fürs Frühjahr würde ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Kleid, ein Nachthemd habe ich gekauft letzten Spätsommer auf einem Flohmarkt hier in Bielefeld. Habe ich 2 Euro für bezahlt. Kann man auch mal einen schlechten Schnitt für in Kauf nehmen. Und die Idee war so ein bisschen was Grungiges damit zu machen. Also versteht ihr so das dazu? Es soll anders aussehen. So, da sind wir uns einig, oder? Es kommt weg, es bringt nichts. Es ist schade, aber es wird jemand anderem, der vielleicht ein bisschen kleiner und schmaler ist, einfach so viel glücklicher machen. Und ich glaube, man kann das richtig geil grungig gestalten und deswegen werde ich das verkaufen. Ja. Hallo, mein Name ist Jacke Rusche und ich bin hier, um diese Kindersendung zu moderieren. Ich habe die Latzhose gekauft vorletztes Jahr, als die erste Staffel Never Have I Ever auf Netflix rauskam. Und das Mädchen, die Hauptdarstellerin, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, irgendwas mit P, die hatte eine lilane Latzhose an. Und ich dachte, genau das brauche ich. Und jetzt weiß ich nicht so recht, ob ich das brauche, muss ich sagen. Ich war der festen Überzeugung, dass ich das aussortiere, als ich das angezogen habe. Jedes Mal, wenn ich in meinen Schrank gucke, denke ich, wenn ich das Aussortiervideo drehe, dann kommt das weg. Und jetzt bin ich gerade unsicher. Ich muss mal Kevin fragen. Jetzt warten wir auf Kevin. Was sagst du zu dieser Latzhose? Sieht cool aus. Ist es so cool, so, da kann man einen Look draus machen? Oder ist es so cool, sie arbeitet in einem Kindergarten und ist eine Frau, die eine grüne Ente fährt mit Blumen drauf? Ist auch ein Look. Irgendwie sitzt es ganz gut und es ist auch ein bisschen. Es ist auch ein bisschen meine Farbe, finde ich. Ja, sie sitzt wirklich sehr gut. Ja? Und es ist deine Farbe. Ich weiß noch nicht, was du dazu anziehen könntest. Na gut, okay. Kommt auf den Vielleicht-Stapel. Okay, Leute, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich schon über eine Stunde drehe. Ich glaube, 1,5 Stunden oder so. Es ist absolut unrealistisch, dass ich alles in der Zeit anziehe. Denn da sind noch Strickpullover, da sind noch Hoodies und Sweatshirts. Da sind noch Blusen und Strickjacken. Das klingt jetzt, als ob das super viel ist, aber es sind nur 2 Blusen und 2 Strickjacken. Aber ihr wisst, wo ich herkomme. Tops sind noch da, Bikinis sind noch da und Schuhe und Taschen wollte ich auch mit euch aussortieren. Und deswegen würde ich sagen, wir lassen das jetzt erstmal und wir machen einen zweiten Teil, der nächste Woche kommt. Und ich muss euch sagen, es hat mir so doll Spaß gemacht. Es macht mir richtig doll Spaß. Ich könnte es den ganzen Tag tun. Ich merke gerade, ich habe sehr viele Klamotten. Und ich wünschte, ich hätte noch mehr, damit ich noch mehr anziehen kann. Ich möchte irgendwelche Formate starten, in denen ich Klamotten mit euch anziehen kann. Das macht so ein... Ich liebe Klamotten einfach. Was liebe ich im Leben? Ich liebe aussortieren. Klamotten, Interior, Immobilien und in Urlaub fahren. Das ist mein ganzes Leben. Mein Herz, das ist alles. Vielleicht Kevin ist auch noch drin. Und meine Mutter und die Hunde. Und das war's. Was erzähle ich hier? Wir machen einen zweiten Teil. Ich habe richtig Bock darauf. Den drehe ich einfach morgen. Frischer Wind, dann so. Weil ich mag es auch, euch die Stories zu den Sachen zu erzählen. Ich will nicht einfach so sagen, mag ich, nein, mag ich nicht. Das macht irgendwie Spaß. Und deswegen brechen wir das an dieser Stelle ab. Ich wiederhole mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Video auch so Spaß gemacht hat wie mir. Ob ihr sowas gern öfter sehen würdet. Ob ihr jetzt Bock habt auszusortieren. Wobei, ich finde, dieses Video hat jetzt mehr angeregt, seine Sachen zu behalten, als sie auszusortieren. Im nächsten wird ja auch noch mehr rauskommen. Falls ihr Bock habt, meine Sachen zu kaufen, dann könnt ihr mir mal auf Instagram folgen. Ich schreibe das hier mal irgendwo hin und in der Infobox ist auch ein Link. Da werde ich nämlich dann so eine Woche, nachdem das zweite Video online gegangen ist, werde ich euch dann sagen, wo ich das Ganze verkaufe. So viel dazu. Bleibt sauber, wechselt täglich eure Unterwäsche oder dreht sie wenigstens auf links, jeden zweiten Tag. Und ansonsten fühlt euch geküsst. Macht's gut. Tschüss.